Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Go PvP. Heute sind wir wieder am Start in der Superliga und wir suchen immer noch einen perfekten Partner für Brigaron und Bulona. Wir haben jetzt Azumarill einmal ausprobiert, wir haben einmal Fiaro jetzt ausprobiert, was mir ausgesprochen gut gefallen hat an sich, aber nicht so gut in dieses Team, glaube ich, reingepasst hat von den Synergien her. Es war in Ordnung, aber ich glaube, da gibt es ein paar bessere. Aber ein Pokémon, was in der Theorie ziemlich, ziemlich gut hier sein müsste für das Team, ist Abuqualib. Und dafür werde ich mir jetzt heute mein erstes, Quabbel hochziehen. Und zwar habe ich, glaube ich, das hier, was relativ niedrig gerankt ist. Ich glaube, das ist auch nur ein Rang 300er oder so. Aber ich denke, das wird allemal reichen, um damit so ein bisschen Spaß zu haben in der Superliga, denke ich. Jetzt gehen zwar alle schönen Quabbelbonbons flöten, aber das ist in Ordnung, ja. Für die Hyperliga brauche ich sowieso noch einige XL-Bonbons und bis ich die habe, wird das eh nochmal echt eine längere Zeit andauern, denke ich. So, das ist das erste Quabbel, was ich auch entwickelt habe. Und zwar ein weibliches, in die weibliche Form wohlgemerkt. Und ja, das pushen wir jetzt erstmal hoch auf 1480, was in Ordnung ist. Tada. 1480 WP und dann nochmal der zweite Angriff. Kostet natürlich wieder ein bisschen Sternenstaub, aber wisst ihr, was mich motiviert? Am Wochenende ist Community Day mit dreifach Fangstaub und da werde ich wahrscheinlich auch einiges wieder ranholen. Witzigerweise direkt das empfohlene Moveset. Blubstrahl, Spukball. Blubstrahl ist halt ganz gut zum Ködern, macht so gut wie gar keinen Schaden, senkt aber den Angriffswert des Gegners, wie wir hier sehen. Macht halt so gut wie gar keinen Schaden. Und Spukball dann als gute Nuke-Option und unsere Sofortattacke der Wahl ist Bürde. So, dann würde ich sagen, mit diesem Apoqualib wollen wir uns dann auch mal ins Getümmel werfen. Hoffentlich läuft das hier ein bisschen besser als beim letzten Mal. So, und da sind wir wieder. Und in der Theorie war ich am Überlegen, eventuell Apoqualib nach vorne zu packen. Aber viele Leute spielen zurzeit Apoqualib vorne, weswegen ich tatsächlich davon absehen würde und Apoqualib dann eher hinten ran setzen würde, um dann zu gucken, ob wir das dann gegen Konter-Pokémon hinten etc. nutzen können. Vielleicht auch gegen irgendwelche Knoggers oder sowas in der Art. Mal abwarten, okay? Jetzt sind wir aber auch nicht so aufgeschmissen gegen Knogger beispielsweise oder generell gegen Feuer-Pokémon. Wir haben was Gutes gegen, wie heißt es? Mir fällt der Name nicht ein. Okay, Alpollo ist dann natürlich wiederum so ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht. Und der Gegner geht auch direkt auf Nachtdara raus. Okay, da haben wir, glaube ich, direkt eine ganz, 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 ganz schlechte Führung erwischt. Und der Gegner hat natürlich auch gleich die perfekte Antwort. Das gefällt mir so gar nicht. Glaube, ich hätte auf Wulnona rausgehen sollen. Ja, Wulnona wäre hier. Ist Wulnona der bessere Safe Swap? Ich weiß es nicht. So, da kommt der Schmarotzer auf jeden Fall. Abgeschwächt macht er natürlich trotzdem einiges an Schaden. Ha, wie machen wir das jetzt am besten? Da bin ich gerade echt am Rätseln. Machen halt keinen Schaden, ne? Das ist traurig, aber sieht definitiv nicht gut aus. Apollo in der Führung, das ist mies. Gehen wir mal direkt raus auf Brigaron. Wir haben es leider nur einmal abgeschwächt, ne? Okay, meine Hoffnung ist, dass vielleicht mal wieder Wulnona das carryen muss. Wobei natürlich das Nachtdara jetzt schon hier reingekommen ist. Das ist ein bisschen blöd. Abgeschwächter Schmarotzer macht natürlich hier so gut wie nichts. Wir holen uns hier auf jeden Fall eine Menge Energie. Hat der Gegner etwa kein Last Resort drauf? Könnte natürlich sein. Mal abwarten. Doch, hat er. Okay. Also benutzt der hier auch direkt. So, wir sind noch im Maximum jetzt. Da kommt, glaube ich, jetzt auch erstmal Kraftkoloss. Und wir gehen instant raus. Und der Gegner hat auch nochmal ein Irokex. Okay. Quite interesting. Irokex auch noch. Mhm. Dann schilden wir hier mal nicht. Okay, ich habe auf den Zauberschein aufgeladen. Vielleicht bekommen wir jetzt hier ein Schild. Mal abwarten. Ich gehe nicht davon aus, aber ah, schade. Ah, meine Güte. Das wäre sogar echt noch gut gewesen. Was ist das denn für ein Team des Gegners ganz nebenbei? Mhm.
Und immer noch kein Schild, okay. Ja, nee. Ja, ein Zauberschein zu landen wäre jetzt natürlich echt saftig gewesen. Aber ich glaube, so können wir jetzt hier leider rauswechseln. Keine Chance mehr, was zu reißen, leider. Nee. Beim nächsten Mal gehe ich direkt auf den Zauberschein. Ist klar. Beim nächsten Mal gehe ich direkt auf den Zauberschein. Das ist, glaube ich, die Win-Condition, die ich dann da haben sollte. Und dann, weiß ich nicht, eventuell versuchen das irgendwie dann zu machen mit den Sofortangriffen. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, und was haben wir da auch gesehen? Zobiris als sicherer Wechsel wäre hier richtig, richtig gut gewesen. Aber generell war auch das Line-Up des Gegners ziemlich gut gegen Mainz, ne? Also, das darf man da jetzt natürlich nicht, wie sagt man so schön, vergessen. So. Aber an sich, Apokalypse, ein cooles Pokémon. Definitiv, ja. Definitiv. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht gegen diese ganzen Unlicht-Pokémon kommen. Das heißt, wahrscheinlich in solchen Fällen dann eher auf Vulnona rausgehen, ne? So, zum Beispiel hier. Wobei, hier können wir tatsächlich... Ah, es ist sogar ein Charmer. Sehr schön. Charmer, Charmer, Charmer. So. Wir gehen mal... Mein Gegner wechselt auch nicht, was auch sehr interessant ist. Dann bleiben wir einfach mal drin. Drücken hier einfach mal den Spukball. Der kommt auch durch. Sehr schön. Okay. Das ist jetzt ein Gleichstand, ne? Wahrscheinlich wird das auch ein Psychoschock sein. Das ist in Ordnung. Wir versuchen uns hier die Führung zu holen. Das war ein Gleichstand, wie gesagt. Charm Vulnona wohlgemerkt, ne? Interessant, interessant, interessant. So, und dann fahren wir hier runter. Sollte gut möglich sein. So, das heißt, wir haben jetzt einen Spukball bereit. Oder aber auch... Blubstrahl. Okay, Azumarill. Das ist in Ordnung. Weil wir haben jetzt Brigaron gegen Azumarill geline-upt. Wahrscheinlich ist es Doppelwasser. Also ich gehe davon aus, dass es Doppel... Deoxys. Ist das dein Ernst? Wer spielt denn Deoxys in dem Team? Ah, okay, Leute. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich ging davon aus, dass es Doppelwasser ist. Weil Vulnona Doppelwasser eigentlich... sehr, sehr beliebt ist in solchen Teams. In solchen Matchups. Jetzt haben wir leider ein Problem. Wir haben Azumarill der zwei Schilden. Ich werde hier nicht ein Schild nutzen. Weil wenn der Gegner Psycho Boost hätte, Psychic Boost, der hätte der schon benutzt. Wir nutzen einfach nochmal hier den Energieball. Vielleicht kriegen wir dadurch ein Schild des Gegners. Der Azumarill muss das machen. Azu muss das dann machen. So, und der Gegner gibt nochmal Energie aus. Wunderbar. Das heißt, wir können uns Energie mit Vulnona holen. Mal abwarten. Steinhagel kommt. Nice Undercharge vom Gegner. So, und ich muss wahrscheinlich mit Apokalypse einen Angriff abfangen. Ei. Und rüber. Nein! Ich wollte gerade rüber wechseln. Ah, ich wollte gerade rüber wechseln. Hydropumpe? Ja, immer in die Hydropumpe. So, eins. Wir zählen wieder mit. Ich muss einen Angriff abfangen, wenn das noch ein Sieg werden soll. Ich muss einen Angriff abfangen. Ah, das sah so gut aus. Hätte ich nicht, wäre ich nicht direkt rausgegangen. Okay, guter Schild des Gegners. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Zauberschein. Und ich muss, wie gesagt, einen Angriff abfangen. Anders gewinne ich das nicht. So. Einer noch und dann rüber. Wait, der Gegner nutzt einen Angriff? Eisstrahl? Yo, Eisstrahl-Hydropumpe. Okay. Du hast aber noch Restenergie, das gefällt mir nicht. Dann müssen wir hier nämlich auf jeden Fall zwei aufladen. So, wir haben zwei aufgeladen. Ich kann nicht riskieren, dass hier ein Steinhagel durchkommt. Und dann sollten wir drüben direkt einen Meteorologen durchbekommen. So, Gegner kriegt keinen Blubber durch. Wunderbar. Und damit sollten wir das doch hier in der Tasche haben, oder? Haben wir das in der Tasche? Jawohl. Führung verloren, trotzdem gewonnen. Obwohl ich gechoked habe, wie gesagt. War natürlich auch so ein bisschen dem Glück geschuldet, dass der Gegner hier kein Psychoschub auf seinem
Pokémon hat. Vielleicht, wie gesagt, auch Apokalyp nach vorne. Jetzt habe ich nur gesehen, dass der FP Sticks, der hat ein Video gemacht, wo der halt Apokalyp vorne hatte. Das ist so ein Team, was wir zum Beispiel mit unserem Team ganz gut kontern. Und ich versuche so, dieses Team selber auszukontern. So, Mew, das hatten wir schon mal. Wenn der Gegner hier drin bleibt, wird er vielleicht eine Nitro-Ladung haben. Da müssen wir aufpassen. Und wir sind beide zeitgleich am Energieball. Nevermind, wir erreichen den Energieball schneller. Okay, warten wir mal ab. Wenn der Gegner die Nitro-Ladung hat, dann nehmen wir das Matchup halt so. Okay. Jetzt kommt ein Angriff. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Stromstoß, okay. Und jetzt kommt der Wechsel raus. Pulverschnee. Dann nutzen wir die Chance einfach mal einen Kraftkoloss. Dann nutzen wir einfach mal den Kraftkoloss und gehen raus. Auf Apokalyp. Das ist noch kein Zauberschein. Das ist noch viel zu früh für einen Zauberschein. Wenn, dann ist es ein Psychoschock. Ich habe nichts gesagt. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Okay. Dann warten wir mal ab. Spukball kommt. Spukball connected. Ah, ich habe noch nicht eingeloggt. Aber ein Meteorologe wird hier nicht ausreichen. Ein Meteorologe wird hier nicht ausreichen. Das heißt, du wirst zwei Stück benötigen. Beziehungsweise, wir holen uns den Wechselvorteil. Alright. Das heißt, wir haben jetzt wieder die Wechsel-Initiative und können gucken, worein der Gegner wechselt. Und was das letzte Pokémon wahrscheinlich ist. Oder er geht einfach auf Mew. Das wird natürlich auch gehen. Straight auf Mew. Jo. Wir haben gesehen, dass das Mew gegen mich eigentlich nichts macht. Das heißt, wir bleiben hier einfach mal drin. Einen Stromstoß sollten wir überleben. Einen Stromstoß sollten wir überleben. Knapp, aber das sollten wir überleben. Jo, und das letzte Pokémon ist... Flunschlick. Okay, Leute. Flunschlick, 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 Flunschlick. Das heißt, Superpower. Einmal den Kraftkoloss und dann direkt raus. Dass wir jetzt hier folgendes Szenario haben. Vulnona gegen Flunschlick. Okay. Das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut für mich. Das ist gar nicht so gut. Ich glaube, den Schild könnten wir uns aufbewahren. Ich glaube, den Schild muss ich mir aufbewahren, oder? Ah, ich weiß es nicht. Ich bin mir unschlüssig. Das Mew, wie viel Leben hat das noch? Ich weiß leider nicht mehr im Kopf, wie viel Leben das Mew hat. Investiere hier einen Schild, einen einzigen. Oh, wunderschön abgefangen vom Gegner. Wunderschön abgefangen vom Gegner. Okay. Eins, zwei und rüber. Also wenn der Gegner jetzt zweimal Steinhagel hat, verlieren wir das. Wenn der Gegner zweimal Steinhagel hat, verlieren wir das. Hat er nicht. Boah, wunderbar. Boah, das ist aber echt noch knapp geworden. Das ist echt noch knapp geworden. Dadurch, dass er einmal das Mew so wunderbar gesackt hat, ist das echt nochmal knapp geworden. Aber ich hätte auch echt gedacht, dass uns eigentlich Flunschlick viel schneller outpaced. Ja, also der Flunschlick braucht wie viel? 5 Lehmschüsse für einen Steinhagel? 5 oder 6? Und wir sollten eigentlich zeitgleich sein. Und er hatte ja einen Energievorteil. Deswegen war ich eigentlich echt verwundert, dass das nicht funktioniert hat. Okay. Wo ihn genau? Nettes Meme-Team? Fragezeichen? Wo ihn genau? Okay. Mit Rückkehr. Oh, da spielen wir mit Rückkehr. Okay. Hm. Wo ihn genau? In der Führung auch noch. Ja, da wäre natürlich jetzt ein Apokalyp top. Was
Was ein Müll. Warum spielen Leute sowas gegen mich? Ich bitte euch. Jetzt kommt der Spiegelcape. Oh. Shanera. Ah, okay, okay. Der Gegner spielt einfach. Wir verlieren gegen, okay, okay. Das ist ein Meme-Team des Gegners. Das ist ein richtig schönes Meme-Team des Gegners. Aber ein Meme-Team, von dem wir aufpassen müssen. Oh, okay. Wahrscheinlich ist da hinten noch ein Hytera oder so. Ach, das wird was. Das wird was. Ach, du liebe Güte. Warum spielen die Leute sowas? Don't do this. Please. Please, 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 Leute. Don't do this. Es kann ein Hyperstrahl sein, ne? Ah, da wäre es natürlich umso wichtiger gewesen, die Führung zu gewinnen. Da wäre es jetzt natürlich umso wichtiger gewesen, die Führung zu gewinnen. Ah, warum spielt er solche Meme-Teams und wahrscheinlich gewinnt er dadurch jetzt auch noch? Okay. Ach so, Griffeldes hast du auch noch. Oh, das ist so ein Tank-Team. Oh, ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Ich krieg hier gerade echt zu viel, Leute. Oh, das kann ich doch nicht gewinnen. Mann! Wenn ich das gut alignen würde. Okay, wenn wir Apokalypse vorne hätten gegen das, oh, das wäre echt noch drin gewesen. Da wäre ein Sieg drin gewesen. Aber so doch nicht. Aber so doch nicht. Ah. Okay, das heißt, ich muss jetzt so viel Zeit schinden wie möglich. Das Ding so gut abschwächen, wie es geht. Der Gegner hat noch zwei Schilde. Das ist halt mega, mega, mega blöd für mich. Und der hat halt noch dieses Gefäldes, wogegen ich nichts mache. Eins, zwei, drei. Nee, ich mach gegen Gefäldes nichts. Das Gefäldes wird jetzt dieses Spiel entscheiden. Vielleicht geht das Spiel ja ins Timeout. Was ganz witzig wäre. Weil ich glaube, nach Timeout liege ich... Wobei, geht das dann prozentual? Oder... Boah, Leute... Mal abwarten. Jetzt hole ich mir erstmal die zwei Schilde des Gegners. Okay, wohin genau kommt rein? Hm. Ja, ich kann jetzt halt nichts mehr gegen das Gefäldes machen, ne? Ich glaube, ich muss einfach jetzt auch ein bisschen abwarten. Ich glaube, ich muss jetzt auch einfach ein bisschen stallen. Aber ich glaube, das wird generell nichts. Naja, ich gehe einfach mal raus. Ja, Meme-Team des Gegners. Also, wenn wir die Führung hier gewinnen, wenn wir Apokalypse vorne haben, gegen wohin genau, dann gewinnen wir das. Safe. Dann gewinnen wir das safe, weil wir haben dann gegen alle seine Pokémon halt immer den entsprechenden Counter. Und dann können wir das nicht verlieren. Wir haben jetzt aber einfach den Nachteil gehabt, dass er so eine Meme-Taktik spielt. Die eigentlich wirklich nur funktioniert, wenn du natürlich dann die richtigen Pokémon vorne erwischst, ne? So, das ist ein Pokémon, was ich gerne vorne sehe. Apokalypse. So, das ist das FP-Sticks-Team. So, und das habe ich, davon habe ich gesprochen. Der hat nämlich, Mundtier. Mundtier, Apokalypse mit Vulnona spielt der. Okay? Alright. Wie viel macht denn überhaupt so eine Dampfwalze? Er macht immer noch guten Schaden. Aber wir können den hier, glaube ich, ganz gut abschwächen. So. Das ist das FP-Sticks-Team. So, wir spammen einfach Blubstrahl. Wir schwächen dich jetzt ab wie sonst was. Dann sollten wir doch eigentlich ganz gut dastehen. Eins, zwei.
So. Wisst ihr, soll ich mal einen Fun-Fact erzählen? Wusstet ihr, dass Brigaron eine Fähigkeit in den Videospielen hat, die es ihm erlaubt, schön mal nicht. Ja. Die es ihm erlaubt, dass, das ist doch 100 pro nochmal einer. Das ist 100 pro nochmal einer. Moment. Die erlaubt es ihm nämlich, dass er keinen Schaden von Spukball und sowas bekommt. Das ist eine ziemlich coole Fähigkeit. Kugel, wie war das? Kugeleffekte haben keine Wirkung gegen den. Und hier sehen wir tatsächlich mal, dass es ein bisschen blöd ist, dass wir keine Flora-Statue auf diesem Pokémon haben. Weil das wirkt sich so ein bisschen auf das Team aus. Okay, Moontier, here we go. Einmal Body Slam. Das ist okay, ganz ehrlich. Wir wissen, dass hinten wohl Nona ist, ne? Ja, hinten ist wohl Nona. Das heißt, es lohnt sich hier auch gar nicht gerade, irgendwas anderes zu machen. Wait, das ist Charm wohl Nona. Das ist Charm wohl Nona. Was? Der hat das Team abgeändert. FP Sticks spielt keinen Charm wohl Nona. Okay, Köder hat gesessen. Okay, das macht gerade irgendwie so ein bisschen meine Kalkulation kaputt. Ah, das ist nicht gut. Weil dann verlieren wir den Fight ja noch. Dann verlieren wir den Fight ja gerade echt noch. Hast du eine Dampfwalze gelagert? Du warst bei 100 Energie, ne? Jo, hast du halt echt. War zu langsam. Ich war zu langsam. Ich war viel zu langsam. Okay. Das ist nicht cool. Ich schaffe aber immerhin noch einen Blubstrahl. Wird das ausreichen? Ich glaube nicht, dass es ausreichen wird. Nein. Okay, aber wir konnten es runterfarmen. Jo, wie knapp ist das denn geworden? Trotz gewonnener Führung ist es so mega knapp geworden. Ach, das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich muss das Matchup anders spielen. Ich muss das Matchup anders spielen. Wahrscheinlich gegen Munti einfach mal auf den Kraftkoloss aufladen am Anfang und dann erst rauswechseln. Okay, was ist hier los? Spiel? Okay, das war merkwürdig. Aber ich glaube, jetzt sollte alles wieder funktionieren. Wie gehabt? Ja, es funktioniert alles wie gehabt. Und wir encountern ein Laternecto. Das freut mich. Ich habe noch gar keinen 100er Lichtel, beziehungsweise Laternecto. Ich habe einen 98er. Irgendwo rumfliegen. Und auch schon gepusht. Aber leider noch kein 100er. Also das wird in der Sammlung noch fehlen. Und ich habe tatsächlich ein zweites 100er Quabbel bekommen. Aus dem Felddurchbruch. Ja, Feldforschungsdurchbruch. Das sollte nicht so gut sein. Nee, das ist nicht so gut. Ja, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie viele Punkte wir wieder gut machen mit dem 3:2. Ja, wir nähern uns im Schneckentempo an die Legendenränge ran, okay? Wir nähern uns im Schneckentempo an die Legendenränge ran. So, jetzt ist eine Frage, die ich mir tatsächlich hier noch stellen würde. Packen wir vielleicht doch Apoqualyp nach vorne? Und ändern das einmal in der Reihenfolge? Weil ich würde das gleich direkt heute mal gerne ausprobieren wollen. Jetzt passt das natürlich nicht hier zum Bild rechts, was ihr seht, zu der Teamanordnung, aber das ist in Ordnung. Wir probieren es jetzt einfach mal so rum. So, und wir haben gleich mal Altaria hier. So, wir können natürlich jetzt auf Spukball spekulieren. Auf Eisstrahl spekulieren, sag ich mal. Aber wir haben leider keinen guten Safe-Swap, das ist das Problem. Okay, wir kriegen sogar den Schild, immerhin. Weil dann würde ich selber sogar nochmal hier ein Schild investieren, um meinen Apoqualyp so healthy wie möglich zu halten. So, ich habe nämlich keinen guten Switch-In für
Das Altaria. Weil dann kommt jetzt der Nuke einmal. Das Ding ist abgeschwächt, wohlgemerkt. Ich könnte jetzt natürlich meinen Hardcounter reinwechseln, aber das lassen wir mal. So. Ich glaube, die Führung können wir uns holen. Führung oder Schildvorteil. Eins von beiden können wir uns holen. Nein! So, das war ein bisschen langsam, aber das ist in Ordnung. So, und jetzt gucken wir mal, was hier geht. Wir lassen unser Apokalypse ansonsten rippen. Perfekt, dann haben wir uns die Führung geholt. Das ist doch auch schon mal ein Vorteil. Sage ich nicht nein. So, jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Irokex, okay, Irokex. Dann gehen wir mal in Brigaron. Was ja eigentlich ganz gut dagegen sein sollte. Wir müssen vor Steigerung 7 aufpassen. Die Konter jetzt stärker machen. So. Wir machen einfach Back-to-Back 2 Stück. Ich hoffe, das geht gut. So, einmal. Ich habe leider nochmal einen Konter durchgepfuscht. Gefällt mir überhaupt nicht. So. Krach, boom. Und direkt noch einer. Und danach instant rauswechseln. So, mal schauen, was dann da so klar geht. Boom. Und wir kriegen den einen extra Pulverschnee raus. So, was ist das letzte Pokémon? Das ist ein Krypto-Zoompex und das hat natürlich keine Chance gegen uns und wir gewinnen dieses Matchup, obwohl wir die Führung verloren haben. Ja, der Apokalypse-Köder ist schon echt gut. Man könnte auch echt überlegen, ob man Eisstrahl spielt, extra für solche Matchups, aber Blubstrahl ist an sich schon sehr gut. Wenn es natürlich nicht klappt mit dem Köder und man nicht diesen extra Schild bekommt, dann würde ich sagen, hat man gelitten. Aber eventuell muss man sich in solchen Matchups auch einfach hart die Führung holen, ne? Das hat gerade ganz gut funktioniert, kann gerne so weitergehen. So. Ein weiteres Zoompex. So. Ihr macht doch eigentlich nicht so viel gegen mich, oder? Wir gehen direkt hier auf einen Spukball. Ein Erdbeben spielt man nicht. Man spielt Schlammbogel. Mittlerweile spielt man Schlammbogel. Okay? So, gut geschildert vom Gegner. Es ist ein Krypto. Ah, eine Aquarubiz, ne? Und Charm Vulnona, das ist in Ordnung. Kommen denn auf einmal die ganzen Charmer her? Okay. Schaffe ich noch einen Spukball? Ich würde theoretisch noch einen schaffen. Ich glaube, das machen wir auch. So, Spukball und dann ebenfalls raus, auch wenn die Wechseluhr dann total hinüber ist. Wobei. Ah, vielleicht nicht instant rüber. So, das lassen wir jetzt mal durchgehen. Wir müssen halt bei Zoompex aufpassen, das ist gefährlich. Das mit dem Zoompex ist jetzt ein bisschen blöd. Oh, du feuerst direkt die Aquaubize ab. Dann muss ich ja gar nicht Angst haben, dass da jetzt ein Schlammwoge hätte kommen können. Das ist cool. Lass mir mal mit den Rankenhieben hier guten Schaden. So, wir loggen einmal direkt ein. Wobei, hätte ich direkt einloggen müssen? Ich hätte nicht direkt einloggen müssen. Na, das war vielleicht nicht ganz so optimal. Wir hätten ja ruhig drin bleiben können. So, holen wir uns hier jetzt nochmal den extra Farm. So, und jetzt kommt es halt drauf an, was das letzte Pokémon des Gegners ist. Zoomerl. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Da hätte ich eventuell doch noch mein Brigaron gebraucht. Nein! Also ich hätte einfach runterfahren sollen. Knuddler reicht jetzt hier natürlich, um mich rauszunehmen. Ja, ich hätte runterfahren sollen. Ne? Ich
Ich habe bei Zumfix nicht mitgezählt, aber die Schlammwoge hätte er eigentlich nicht mehr erreichen können. Zumindest wenn er das jetzt direkt hier benutzt hätte. Ja, och Mann. Obwohl das eigentlich eine ganz gute Führung war. Das Vulnona war halt ein bisschen blöd. Aber bei Charm Vulnona kann ich mit diesem Team eigentlich... Ich kann mir nicht so viel Zeit erlauben. Ich muss da halt schauen, dass ich möglichst flexibel bin. Okay, Apoqualicum Azumarill. Das ist wiederum ganz gut. 3, 4, 5. Extra Blubber kam nicht durch. Okay. Ja, wie spielen wir das jetzt hier am besten? Warten wir erstmal ab. Wir kriegen auf jeden Fall einmal den Spukball durch. 6, 7. Das ist ein Knuddler. Muss ich hier einen Knuddler schilden? Mich würde mal grundsätzlich interessieren, wie viel ein Knuddler überhaupt macht. Ja, gar nicht so viel. So, nochmal. 2, 3, 4, 5. Kein extra durchbekommen. Okay. So, wenn der Gegner jetzt nicht schildet, fahre ich runter. Dann schillen wir ebenfalls mal nicht. Wir haben ja gesehen, wie viel das an Schaden macht. Das war die Hex-Animation. Das hat gerade leider ein bisschen zu viel oder zu lange gedauert. Ah, meine Güte, das war blöd. Da hätte ich vielleicht direkt einloggen sollen. Da hätte ich direkt auf den Blubstrahl gehen können. Oder halt eigentlich schon den Wechsel des Gegners predikten müssen. So, ich muss eine Rückkehr respektieren. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ich muss eine Rückkehr respektieren. Sehr schön. Dann können wir uns hier zusätzliche Energie holen. So, wir haben uns schön zusätzliche Energie geholt und wir haben halt noch ein komplett volles Brigaron. Also mal abwarten, was jetzt hier noch so geht. So, das letzte Pokémon des Gegners ist... Ist! Bitte sei was Gutes. Okay, Doppelgeist. Azumarill Doppelgeist, kompletter Autoloss. Nachdem Apoqualyp weg ist, können wir direkt rausgehen. Müssen wir nicht zu Ende spielen. Ist in Ordnung. Ist ein Loss, akzeptiere ich. Ist in Ordnung, da habe ich keine Chance gegen. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Wer spielt denn überhaupt noch Knogger aktuell? Meine Güte. Nee, da habe ich keine Chance. Da kann ich direkt rausgehen. Ah, Knogger, 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 Knogger. Ist auch so ein bisschen aus der Form gekommen, ne Knogger? Muss man gestehen. So, Registeer gegen Apoqualyp. Wir resistieren beiden Angriffen von Registeer. Deswegen bin ich gerade erstaunt, dass der Gegner hier sich entschließt, drin zu bleiben. Also wir Lichtkanone als auch Fokusstoß machen eigentlich überhaupt nichts gegen Apoqualyp. Das ist nicht gut für dich, mein Freund. Und ich heiße Regi Beng und ich liebe die ganzen Regis und Golems etc. Also, ja, Lichtkanone kommt. Aber wir sehen natürlich, dass er so gut wie nichts macht. Philippa. Okay. Zu langsam geswitcht. Das war ein bisschen zu langsam. A bit too slow. Leider, 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 muss man da sagen. So. Ist das letzte Pokémon Tropius? Nein, bitte sei kein Tropius. Bitte sei kein Tropius. Wenn das letzte Pokémon Tropius ist, meine ich. Registeel, Double Flyer. Könnte aber möglich sein. Ja, hier jetzt ein Schild zu investieren, lohnt sich nicht wirklich, oder? Nee, lohnt sich nicht wirklich. Mal abwarten. Wenn es jetzt Pulverschnee wäre, ist das natürlich nicht ganz so toll, aber mein Gott, da müssen wir durch. Okay. Dann gehen wir mal auf Apoqualyp. Das ist nur ein Weatherball. Meteorologe. Okay, wir fahren komplett runter. So, jetzt investieren wir ein Schild. Puh. Das ist doch nochmal kniffliger als gedacht. Bitte sag mir nicht, dass du da hinten noch irgendwie Griffeldes oder so hast. Zobiris. Zobiris, Zobiris, Zobiris. Ja. Ja, 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 das ist in Ordnung.
Das ist in Ordnung. Müssen halt die Rückkehr respektieren. Respektieren. Das ist nur ein Schmarotzer. War auch viel zu schnell irgendwie. Bam. Und wir schaffen es sogar tatsächlich doch nochmal, hier einen Energieball auf das Zubiris abzufeuern. Ja, wir können Zubiris nicht so gut mit dem Team bestrafen irgendwie, ne? Oh nein. Oh nein. Sag jetzt nicht, das ist die Rückkehr. Aber selbst wenn es die Rückkehr ist, dann überleben wir das knapp und dann kann der Gegner wunderbar rauswechseln. Hier ist es nur ein Schmarotzer. Okay, perfekt. Okay. Also ich muss gestehen, das ist nicht ganz optimal vom Gegner gespielt tatsächlich. Oh wait, das Pelipper lebt noch. Das Pelipper lebt noch. Das Pelipper lebt noch. Da müssen wir aufpassen. Okay, da wollte der Gegner jetzt einen Angriff abfangen. Hat leider nicht so gut für ihn geklappt. Das hat leider nicht so gut geklappt. Da hatte ich aber auch keinen Grund, warum ich direkt den Kraftkoloss einloggen sollte. Und wir gewinnen das hier ganz knapp. Boah, knifflig. Ganz, ganz, ganz knifflig, Leute. Irgendwie gefällt mir das Team doch nicht. Also es ist mir ein bisschen zu riskant. Es ist mir ein bisschen zu riskant, muss ich gestehen, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir alles ein bisschen zu heikel und ein bisschen zu riskant. Aber ich mag generell wohl Nona. Ich mag auch Apokvalyp. Jetzt, wo ich die hab, kann ich jetzt auch Mund hier bauen. Dann habe ich das FPS-Sticks-Team. Ja. Könnte man eventuell mal probieren. Richtig? Apokvalyp vor und dann... Da müssen wir mal abwarten. Müssen wir auf jeden Fall mal abwarten. Keine Ahnung, wie ich das machen würde, wenn ich ehrlich bin. Emrys. Ich glaube, gegen den haben wir auch schon öfter gespielt. Ich weiß aber nicht, ob wir irgendwas mal on Kamera hatten. So, Apokvalyp gegen Rexblazer. 3, 4, 5, 6, 7. Wir sind schneller. Okay. Müssen halt vor Energieball aufpassen. Am I right? Ja, gucken. 3. Wenn der Gegner overfarmt, da wirst du doch jetzt bestimmt ködern, oder? Ah, scheiße. Oh, und das nimmt mich komplett direkt raus? Okay, das wusste ich nicht. Das wusste... Also, oh, Krypto-Rex-Blazer! Nein! Nein, ich habe keine Lust mehr. Wir waren noch schneller als der Gegner. Warum? Ach man, das ist doch viel zu offensichtlich, so zu spielen. Oh man, jetzt müssen wir hoffen, dass Brigoron was macht. Wobei? Na, keine Chance. Keine Chance. Wisst ihr, was witzig ist? Wenn ich korrekt geschildert hätte, hätten wir das gewonnen. Wenn ich korrekt... Ah, komm. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh, könnte ich meinen. Ich muss einmal von Rexblazer einen Angriff schilden und wir gewinnen das trotzdem. Wisst ihr, wie traurig das ist? Ich baue jetzt das FP6-Team, Leute. Das nervt mich gerade. Heute soll es das gewesen sein, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut und ciao. Euer Regi.